Einen wunderschönen Grüß Gott und vielen Dank für erneutes Erscheinen auf der Edelmetallmesse 2017 München, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei uns vorbeizusehen, um ein Update zu geben. Letztes Jahr haben wir davon gesprochen, heuer auch wieder. Wie sieht es denn aus mit Goldpreis, Inflation? Wir sind momentan in einer sehr, sage ich einmal, unsicheren Zeit, was die Entwicklung anbelangt. Als solider Analyst der Incrementum AG aus Liechtenstein sind Sie natürlich prädestiniert, sachlich darüber zu antworten. Bitte. Ja, wir Österreicher würden sagen, es ist im Moment ein bisschen fad. Ja. Also die Preisentwicklung vom Goldpreis ist relativ langweilig. Wir sind da in einer recht engen Range. Es fehlen auch im Moment die großen Katalysatoren, aber ich habe gestern bei meinem Vortrag gesagt, im Endeffekt gibt es viele Faktoren, die im Moment gegen Gold sprechen. Sprich steigende Zinsen, relativ geringe Inflation, Aktienmärkte, die von einem Allzeithoch zum anderen marschieren, Immobilienmärkte laufen gut, Anleihenmärkte eigentlich ganz gut. Wir sehen, dass das Vertrauen in die Notenbanken, in die Politik, in die Institutionen eigentlich wieder da ist, die Volatilität ist gering. Und dennoch hält sich der Goldpreis eigentlich recht solide. Auf Dollarbasis sind wir jetzt 10% im Plus seit Jahresbeginn. Und ich denke eben, wenn all diese Faktoren sich einmal umkehren, sprich wenn Rezessionserwartungen wieder reinkommen, wenn die Inflationsraten steigen sollten, wenn vielleicht auch eingepreist wird, dass die Zinsen einmal sinken könnten, ja, dann wird Gold wieder die Stunde schlagen, ja, und dann wird es wieder richtig interessant werden. Dann kommt auch richtig wieder Bewegung in den Markt rein. Genau. Also raus aus der Seitwärtsrange. Genau. Aber die Zeichen sind im Moment noch nicht erkennbar. Ich glaube, es gibt einige Signale, dass dieser Aufschwung, den wir konjunkturell sehen, der natürlich auch durch zu niedrige Zinsen geprägt wurde und massive Stimulation seitens der Notenbanken, dass der langsam zu seinem Ende kommt. Beispielsweise die Steuereinnahmen in den USA stagnieren. Wir sehen, dass im Endeffekt viele Konjunkturzahlen doch eher enttäuschend sind. Wir sehen auch, dass das Stimmungsniveau eigentlich so gut ist, viel besser geht es gar nicht. Ja. Also die Amis würden sagen, price to perfection. Ich glaube, dass das Rückschlagspotenzial und das Potenzial für negative Überraschungen mittlerweile schon sehr, sehr groß ist. Und deshalb, ich habe da eine sehr schöne Grafik gebracht von den 60 wesentlichsten Makroökonomen weltweit, sieht derzeit niemand eine Rezession kommen. Genau das Gleiche haben wir auch 2007 gesehen. Und ich denke mal, wenn die Marktteilnehmer realisieren, dass dieser Aufschwung auf einem sehr, sehr fragilen Fundament steht, der eigentlich auf zu niedrigen Zinsen basiert, dann wird dann noch wieder Bewegung beim Gold reinkommen. Ist es nicht gefährlich, wenn alle positiv sprechen, dass es Zeit wird, auf den Gegentrend zu setzen? Natürlich, ja. Und ich meine, wir befinden uns bei so vielen Assetklassen mittlerweile auf Allzeithochs. Gold ist vom Allzeithoch relativ weit entfernt. Die meisten Leute kaufen halt lieber das, was gerade teuer ist, ja, und agieren selten antizyklisch. Ich bringe immer den Vergleich, wann kauft man am besten Weihnachtsdekoration? Nicht im Dezember, sondern im Jänner, wenn es minus 50% ist. Ja. Aber der Herdentrieb ist eben sehr, sehr stark und deshalb denke ich, aus antizyklischer Sicht sehen wir derzeit beim Gold, aber speziell auch bei den Minenaktien, eine sehr, sehr schöne Konstellation. Ich glaube, wir befinden uns in der Frühphase eines neuen Aufschwungs, aber klar, die meisten Leute brauchen eben auch ein bisschen Bestätigung seitens der Charttechnik. Das heißt, ich glaube, bei 1370, 1400, da kommt dann wieder langsam wirklich Dynamik rein. Und ist zwangsläufig verbunden mit der inflationären Entwicklung oder ist das losgelöst? Nein, Inflation ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, wenn es ums Gold geht. Wir sehen ja bereits massive Inflation seitens der Notenbanken. Wir sehen, dass die Asset Price Inflation, also die Vermögenspreisinflation, massiv ist. Und die nächste Stufe ist eben gemäß der Österreichischen Schule der Nationalökonomie meistens die Verbraucherpreisinflation. Das, was die Notenbanken eigentlich sehen wollen. Ja. Sprich eine Geldentwertung von zumindest 2%. Früher oder später werden wir sehen, die Frage ist halt nur, ob man es wirklich so regulieren kann, wie sich das die Notenbanker vorstellen. Ich wäre da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das wird ein gutes Thema sein, über das wir uns dann im kommenden Jahr wieder unterhalten, wenn wir einander wiedersehen. Für heute danke mal für diesen kurzen, Dankeschön. Aber doch sehr prägnanten und interessanten Ausblick und noch viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön. Okay? Danke vielmals.